Guten Mittag, Leute, und herzlich willkommen zum weiteren Shampoo-Test auf dem Kanal. Wir schauen uns heute von Balea Man diesmal. Ich wusste gar nicht, dass die es haben. Ich fand es eigentlich ganz cool, weil ich mag so günstigere Alternativen, wo einfach, weil nur weil eine Marke draufsteht, gleich die Preise hochschießen. Und da fand ich schon bei Kür zum Beispiel das Anti-Schuppen-Shampoo ganz nice, weil es relativ preiswert war. Und hier haben wir das DM Balea Man Anti-Schuppen-Shampoo Power Effect. Bam, Power Effect. Für Haare mit Power. ja, auf jeden Fall ein Anti-Schuppen-Shampoo von DM Balea Man für unter 1,50. Also wenn man das mit anderen Markenprodukten vergleicht, auf jeden Fall nochmal gut, ja, so 20-50% billiger. Designtechnisch alles in so einem Carbon-Graufarben-Stil gehalten und mit so, ja, so hell-türkisen Akzenten überall. Befreit effektiv von Schuppen. Auch wieder halt die klassische DM Balea Man Tube mit so Sticker draufgeklebt. Ist natürlich, ja, so macht es mal günstiger und es schaut trotzdem nicht schlecht aus. Befreit effektiv von Schuppen, wichtig. Auch jetzt nicht wundern, wie gesagt, vor Shampoo-Tests. Ihr wisst immer, ich habe meine Haare noch nicht gemacht, nicht mal irgendwas gemacht. Also ich weiß jetzt ziemlich nicht mal, wie die gerade ausschauen. So schauen die auf jeden Fall nach dem Aufstehen aus. Ich hoffe nicht zu katastrophal. Wirkt juckender Kopfhaut entgegen. Auch wichtig, vor allem ich habe selber mal ab und zu so Zeiten oder Schübe, so alle paar Monate oder Jahre, dass irgendwie, keine Ahnung, meine Kopfhaut ein bisschen manchmal juckt, geht dann auch wieder weg, aber dagegen soll es auch helfen. Hochwirksame Formel mit Octopirox ist, wie es aussieht, ein patentiertes Mittel. Und wir sehen hier ein kleines Bildchen, so haaranregende Inhaltsstoff. Octopirox patentiert und soll, wie es aussieht, so haaranregend wirken. Da steht dann bestimmt nochmal was dazu. Flasche aus 98% Recyclingmaterial, ohne Verschluss und Etikett, auch sehr nice, also alles recycelbar. Und wir kommen mal direkt zur Rückseite. Wir haben 250 Milliliter drin, für den Preis echt okay, also für unter 1,50, 1,40, 1,50, irgendwie sowas um den Dreh. Sehr nice. Hergestellt in der Schweiz tatsächlich, aber vertrieben vom DM Drogeriemarkt am DM Platz 1 in Karlsruhe. Hier auch schöne Grüße an alle aus Karlsruhe. Balea Man Power Effect bietet professionelle und leistungsstarke Pflege, perfekt abgestimmt auf die Bedürfnisse von Männerhaar. Also klar, es ist alles so Marketing, aber es liest sich echt cool. Und wie gesagt, für den Preis, also super Ding. Ich bin gespannt, ich teste es ja gleich und dann schauen wir mal. Wirkung und Ergebnis. Die hochwirksame Formel mit Octopirox befreit von sichtbaren Schuppen ab der ersten Haarwäsche. Wirkung durch Friseurtest belegt ab 5 Anwendungen. Okay. Befreit bis zu 100% von sichtbaren Schuppen und verhindert bei regelmäßiger Anwendung deren Neubildung. Okay. Die Formulierung mit Menthol und Apfelminzextrakt kühlt und wirkt juckender Kopfhaut entgegen. Also wirklich, wirklich nice. Anti-Schuppen-Shampoo, klar, hat meistens jetzt noch Inhaltsstoffe, die nicht so gut sind, aber hier insgesamt auf jeden Fall ein nice Ding. Blablabla. Anwendung: sorgfältig in das feuchte Haar und in die Kopfhaut einmassieren. Kurz einwirken lassen und gründlich ausspülen, für die tägliche Anwendung geeignet. Hautverträglichkeit ist dermatologisch bestätigt, wie wir es so kennen. Ne? So, ja. Kommen wir mal kurz, was ToxFox dazu sagt. ToxFox, wie gesagt, der staatliche Hygieneprüfer, ist auf jeden Fall eine App, sagt, dass wir hier keine Schadstoffe drin haben, was schon mal nice ist. Und Yuka, auch eine Anwendung, ein Programm, was ich gerne verwende, um nochmal so Hygieneprodukte auch so von einer dritten Person sozusagen oder einem dritten Programm in dem Fall prüfen zu lassen, sagt, er gibt dem Ganzen 58 von 100 Punkten. Klar, wie ich auch gerade gesagt habe, also ist ein Anti-Schuppen-Shampoo, da sind Inhaltsstoffe drin, die sind nicht natürlich für unsere Kopfhaut oder unser Haar geeignet. Aber es soll ja auch eben den Effekt, in dem Fall den Power-Effekt, bewerkstelligen und das geht halt manchmal nicht ohne bestimmte Wirkstoffe. Aber wir haben hier keine Wirkstoffe mit irgendeinem mittleren bis hohen gesundheitsgefährdenden Risiko. Wir haben zwar mehrere mit leichtem Risiko, aber das ist heutzutage, sage ich mal jetzt nicht komplett üblich, aber auch nicht ansatzweise unüblich. Also ja, für ein Anti-Schuppen-Shampoo ganz okay, 58 von 100 Punkten, klar, gerade so im oberen Bereich, aber ja, ist gerade noch eben so okay. Und wir haben auch keine Silikone drin oder so fürs Haar, was auch schon mal ganz nice ist. Ja, kommen wir zu den Inhaltsstoffen und dann zu meiner Gesundheitsnote. Wir haben einmal Aqua, also ich werde es jetzt, wie ihr wisst, mittlerweile schon immer dazu schreiben, einfach von ToxFox und jetzt kurz vorlesen, dass ihr euch noch halt euer Bild machen könnt. Also Aqua, also Wasser, Sodium-Lauret-Sulfate, Cocamidopropylbetaine sind halt alles so Sachen, die natürlich nicht sonderlich mega gesund sind, aber trotzdem ihren Zweck erfüllen. Sodiumchloride, Kokoglucoside, Glyceryloleate, Panthenol, Glycerin, Menthyllaktate, Pyroctone, Olamine, Guarhydroxypropyltrimoniumchloride, Zinksulfate, Niacinamide, Menthol, Menta-Sauvageleonsleaf-Extrakt,
Citric Acid, also Zitronensäure, Benzoic Acid, Benzosäure, Glykoldesterate, Hydrogenated Castor Oil, Hydrogenated Palmglycerid-Zitrate, Disodium-EDTA, Sodiumsulfate, Tocopherol, Parfum und Sodiumbenzoate und Ci42051 als Farbstoff, denke ich mal. Ja, so viel dazu. Also ihr merkt, sind auf jeden Fall viele Inhaltsstoffe drin, viele, die auch nicht so gut sind. Es kriegt von mir natürlich auch jetzt keine mega gute Gesundheitsempfehlung, aber ich gebe dem Ganzen tatsächlich für ein Anti-Schuppen-Shampoo eine 2-, also noch eine Anti-Schuppen-Shampoo-Empfehlung für die Gesundheit. Es ist jetzt nicht gesund, aber es ist, wenn ihr sowas bewerkstelligen wollt und ihr habt jetzt nicht gerade eine hochsensible Kopfhaut oder so, auf jeden Fall ein preiswertes Teil, was ihr gegen Schuppen anwenden könnt. Ich werde das Ganze jetzt mal benutzen, mal testen und dann sehen wir uns gleich wieder mit frisch gewaschenen und gemachten Haaren. Also Leute, ich wünsche euch was und bis gleich. Ciao, ciao. So Leute, da sind wir wieder zum Test vom DM Balea Man Power Effect Anti-Schuppen-Shampoo. Ich habe meine Haare jetzt gewaschen, auch noch tatsächlich gegelt, schon mal für den Alltag, sage ich mal. Aber ich muss sagen, super Anti-Schuppen-Shampoo, steht anderen in nichts irgendwie nach, trotz des, sage ich mal, guten Preises. Duschgefühl ist sehr angenehm. Es hat einen sehr, zwar natürlich künstlichen, aber trotzdem sehr angenehmen, frischen Geruch, Duft. Es lässt sich gut einmassieren. Es hat eine gute Konsistenz. Es ist eine gute Menge. Also rein für als Duschnote. Was ist mit Duschnote gemeint? Das Gefühl auf den Haaren, wie es riecht, also so das gesamte Duscherlebnis damit in dem Fall oder das Haarwascherlebnis. Und ja, gibt es von mir eine 1-. Also, was das angeht, ein super Duschgel, Gesundheitsnote 2-. Klar geht es gesünder, aber ich finde, es ist auch alles noch im Rahmen für ein Anti-Schuppen-Shampoo. Und ja, Leute, das war's mit dem DM Power Effekt. DM Balea Man Power Effect Anti-Schuppen-Shampoo. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Erfahrungen ihr mit dem gemacht habt, würde mich interessieren. Ansonsten freue ich mich natürlich über ein kostenloses Abo. Bleibt schön dran, bleibt immer schon happy, gebt niemals auf. Und wir sehen uns morgen wieder bei einem Duschgel-Test. Das drehe ich jetzt auch gleich ab, deshalb habe ich mir jetzt nur die Haare gewaschen. Jetzt wasche ich noch den Rest des Körpers. Und wir sehen uns morgen Mittag wieder. Ich wünsche euch was und bis dann. Ciao, ciao.